Hallo YouTube. Heute ist es soweit. Die Früchte unserer Arbeit werden geerntet. Mit ihm hier später. Wir fangen mit ihm hier an. Den habe ich mir aber auch nur geliehen. Ja, ich bin nicht so der Rübenmann. Müssen wir mal gucken. Mein Gott. Ich wollte das Ding erst einfach schon mal wie so ein richtiger YouTuber, ne? So fertig, alles vorbereitet und so, ne? Habe ich mir gedacht, nee, kann ich nicht machen. Die Leute wollen einfach sehen, wie ich mit dem Ding durch den Ort fahre. Was bei diesem KI-Verkehr, der hier hinterlegt ist, nicht funktionieren wird. Das kann ich so schon mal sagen. So, wir haben das Ding angekuppelt. Möchte wetten, dass es da auch noch offiziellen Anhänger für gibt. Kann man den eigentlich auch irgendwie ein bisschen kalapulieren? Nochmal? Mhm. Ja, ah. So. Nee. So kann ich nicht fahren, okay. Nee, bin mir sicher, das Ding gehört einfach von einem Anhänger. Wir fahren damit aber so. Hat der denn keine seinen eigenen Anhänger mitnehmen? Ah ja, ein Zugmaul. Ja, also wie gesagt, wir müssen ja nur einmal durch den Ort durch. Das können wir auch so mal eben machen. Ich muss eben den Audi vorbeilassen hier. Wow. Sehr schön. Wir können auf dem Grünstreifen weiterfahren, bis der LKW auch noch an uns vorbei ist und das weiße Auto. Katastrophe, ey. Das schon in den ersten 3 Sekunden wieder hier. So, jetzt aber schnell. Mach hin, bummel nicht. Wir müssen hier rüber, bevor das nächste Auto kommt. Das sieht gut aus, YouTube. Wir haben Glück. Wir gucken auch gar nicht. Wir fahren einfach. Alter. So, das war der erste Streich. Hier müssen wir kurz anhalten. Eben die Autos vorbeilassen. Kommt da einer, der weiße auch noch? Den müssen wir auch noch vorbeilassen. Dann fahren wir ein bisschen an die Seite. Ich weiß nicht genau, wo die ihre Spindel haben. Oh ja, der weiße ist okay. So, jetzt kurz gucken, kommt keiner? Gas. Und dann hier sind wir auch schon saved. Also ab hier können wir dem umliegenden Straßenverkehr keinen Schaden mehr zufügen. Ach so, Fußgänger. Fußgänger habe ich vergessen, die können wir auch noch umbringen. Machen wir natürlich nicht. Wir haben rechtzeitig vorausschauend gefahren und so, ne? Rechtzeitig erkannt. Alles easy peasy. Hier muss ich mal kurz gucken, wenn wir denn jemals am Feld ankommen werden. Was ja nicht wirklich unbedingt sicher ist. Es ist ein bisschen diesig heute Morgen. Für die Rübchen habe ich mir gedacht, ist das noch okay. Mit dem Dreschen, ja wie gesagt, das ist ein bisschen zu früh, ne, zum Dreschen. Ne? Da ist noch zu viel Restfeuchte im Korn. Ich weiß gar nicht genau, was es gibt. Ich glaube, es gibt Raps. Ist aber sekundär. Es geht primär darum, ich will Mais anbauen. Ich brauche Mais, die... Leica hat mir eine WhatsApp geschrieben, die hat gesagt, hör mal zu, Bauer, du kannst alles machen, ne? Aber immer diese Grasröllchen hier fressen und so, ne? Das läuft auf Dauer nicht, ja? Da habe ich gesagt, okay, liebe Leica, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre. Ich kümmere mich drum. So, wie gesagt, vorm Unkraut konnte ich diesen Acker noch retten. Dünger hat er leider nicht gesehen. Wahrscheinlich mit den Mietkosten und so mache ich jetzt hier richtig Minus. Die Frage ist auch, mache ich mir eine Miete und lasse das da einfach liegen erstmal? Oder vertacke ich das direkt? Ich weiß echt nicht, müssen mal gucken, wie wir das machen. Ich weiß es nicht, YouTube, ich kann es euch nicht sagen. Ist auf jeden Fall das erste Mal Rübchen. Im 19er und im 17er habe ich auch nicht so oft Rübchen gemacht. Rübchen ist bei mir auch, also bei mir ist das auch mehr so eine Schlammschlacht. Ja. Ich weiß nicht warum, bei mir ist Rübchenernte, das ist eine riesige Schweinerei immer. Keine Ahnung, warum, das ist ja gar nicht immer so. Klar gibt es auch mal ein nasses Jahr und so, aber... Das ist ja meistens ganz normal, ne? Aber bei mir nicht. Bei mir muss Rübchen immer Weltuntergang sein. Vielleicht mache ich deshalb nicht so oft Rübchen. Ne? Weil... Soll ich hier einmal dran hochzwirbeln? Eigentlich muss ich es nicht.
Weil die Bäume sind weit genug entfernt, er müsste die Bäume als Freund einsortieren. Außer jetzt diese Eckpalme hier. Der klassische, ich mach mal einen Baum auf die Ecke Baum. Obwohl der noch geht. Da gibt es noch schlimmere. Da gibt es welche, die setzen das Ding wirklich exakt auf die Ecke, dass er auch wirklich in beiden Richtungen nervt. Egal wie rum man fährt. Ja, ist halt so. Mal gucken. Ich hoffe, wenn ich dreimal hier dran hergeflücht habe, dass es dann reicht. Das sind ja Riesenklaviere, ne? Ich habe so einen jetzt wirklich in freier Wildbahn auch noch nicht gesehen. Also immer nur von weitem, ne? So vom Auto aus, so von der Straße. Aber mal wirklich davor gestanden und niedergekniet habe ich noch nie. Außer jetzt, klar, AG-Techniker oder so. Da stehen die natürlich immer diese Moppels. Die immer gut vertreten. Der Tiger ist ein bisschen, ist der ein bisschen verschwommen. Das ist nur eigentlich ein Giant Standardmodell, ne? Natürlich ist der verschwommen. Wie konnte ich das jetzt? Ich habe es ja gerade selber beantwortet, die Frage. Nein, der war böse, ich weiß. Ich esse gleich ein Stückchen Seife und stelle mich danach 10 Minuten in die Ecke und schäme mich. So. Ist ganz toll, ganz tolles Spiel. Ich bin begeistert. Ich zocke dann hiernach auch direkt wieder Atlas. Na, ihr müsst mal gucken, heute geht's eigentlich. Ich bin hier langsam im Modus. Langsam bin ich hier im Modus. Ich habe schon wirklich. Ja, doch. Müsst mal gucken. Steht ja irgendwo niedergeschrieben, wie viele Stunden das hier sind. Es geht. Müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt schon 6 Minuten und ich bin noch beim Vorgewende. Okay. Vielleicht könnten wir in diesem Video den Glas schon mal in die richtige Richtung schicken, oder? Was haltet ihr davon? Hupala. Ey, war da vorne noch Unkraut? Ich habe hier extra gespritzt, ne? In dem hohen Gemüse bin ich hier rumgefahren. Mit meiner Feldspritze und dem viel zu kleinen Renault-Trecker. Mein Gott, der Arme tut einem richtig leid. Dabei hatte unser Nachbar noch einen viel kleineren Trecker gehabt, aber ich glaube, der hatte auch eine kleinere Feldspritze. Ja doch! Hattet ihr mal was miteinander los? Ach nee, das bin ich. Nee, ist doch, nee, bin ich ja nicht. Ich habe ja doch einen Helfer angemacht, ich wollte gerade sagen. Ach, der Po ist wieder am Fahren. So ein kleiner Schlawiner. Hattest du was mit diesem kleinen blauen kleinen Wagen? Ich habe gedacht, der wendet jetzt hier. Die scheinen dich alle zu kennen, mein Freund. Was machst du so nach Feierabend? Bist du YouTuber oder sowas Perverses? So ein unanständiges Piep-Piep, deine Mutter. Warte mal. Wir fahren hier vorne auch nochmal. Ach, guck mal hier. Ein Baum auf die Ecke Baum. Das ist ja schön. Das ist so schön, dass sie gibt. Das ist auch eine raffinierte Kiste hier, ne? Mit Knick und Einzelradlenkung. Gut, anders könnte man so ein Ungeheuer auch überhaupt gar nicht bändigen, ne? Ich glaube, so geht es einigermaßen, ne? Ich meine, auf alten Steinen würde ich damit auch nicht rumfahren wollen, aber hier geht's doch, oder? Und wie easy. Ey, Fahrerwechsel? Hallo? Könnte ich bitte festes Personal auf meinem Arbeitsgerät haben? Danke. Oh, guck mal, wie er das hier schön schräg macht. Nice, gibt es mal ein Foto. So. Was habt ihr jetzt davon? Junge, Junge, so hin und wieder. Also, die haben ihre hellen Momente bei Giants, ne? Da kann man nicht meckern. So hin und wieder. Das ist so ziemlich funky, das Game, ne? Ihr kennt Funk? Oh, na, lassen wir das. Was ist? Du wolltest doch jetzt nicht wenden. Na, zieh durch. So ist fein. Schön durchziehen. Alter. 9 Minuten und wir sind noch beim Angstgewände. Was ist das denn hier? Die Farbe lila? Ich komme gar nicht näher ran. Ich wollte mal richtig ranzoomen an die Dame hier. Wie hieß denn die? Whoopi! Whoopi ist ein komischer Frauenname. Whoopi. Das ist Whoopi. Die Farbe lila. So, Whoopi. Dann setz mal zurück. Alter, was machst du denn? Na, stört dich der Baum auf die Ecke Baum? Der ist gar nicht so weit in der Ecke. Stell dich nicht so an hier.
Warte, du willst doch jetzt... Nee, 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 mein Freund, das kannst du mal vergessen. Zurück, Marsch, Marsch. So läuft das nicht hier. Mann, Mann, Mann. Ich finde es übrigens saumäßig schade, dass Giants das mit dem... ja, wie soll man das sagen? Mit den Rübenblättern. Wie nennt man das? Laub. So, Rübenlaub. Dass die das... die hätten das ja sensibler machen können. Ne? Weil es ist ja... immer noch kein Trend. Früher war das ja ganz normal. Da wurde das immer siliert, da wurde nichts weggeschmissen. Dann irgendwann war es mal außer Mode. Und ich glaube, jetzt durch den unheimlich trockenen Sommer hatten doch der ein oder andere seine Geräte umgebaut, um das dann doch irgendwie silieren zu können. Da gab es sogar Lohnunternehmer, die das wirklich dann angeboten haben auch. Ich habe auch YouTube-Videos gesehen von welchen, die sich dann... Rübenschnitzel siliert haben mit so einer Schlauchsilage, ist natürlich sehr teuer, ne? Die ganze Sache. Ne? Da weiß ich ja nicht, ob man da nicht... Was machst du denn da, Hupi? Was ist mit dir? Du kannst doch nicht da... Leute, wer programmiert sowas? Mann, Mann, Mann. Und hier die Autos, die stauen sich mittlerweile bis zum Horizont, weil Whoopi hier ganz gepflegt ihre Runden dreht. Komm, fahr zurück. Das kann man sich ja nicht mit angucken hier. Müsst ihr auch nicht, ne? Müsst ihr auch nicht. Noch 4 Minuten lang. Danach höre ich auf, ich schwöre. So. Alter Verwalter. So, aber diese Schräglage ist toll. Wir müssen auch mal die schönen Momente im Leben festhalten, ne? Whoopi? Wo ist Whoopi? Oh Mann, Giants, was macht ihr denn da? Ich will Whoopi wieder. Jedes Mal Fahrerwechsel, ist so unglaublich. Was für eine Gewerkschaft sind die? Nimm die da auch Betriebsschlosser? Nur so eine Frage, nur so eine Frage. Stell's mal vor, ey. Also das ist mal echt geil, wie er die hier gegen den Hang lenkt, ne? Das ist mir so aber auch noch nie aufgefallen. Haben Sie das schon mal für AG-Technikern gezeigt, dass man den so gegen den Hang stellen kann? Ich meine, so verkehrt ist das nicht, ne? Die alten Ruten, die kullern da oben ja raus sonst, ne? Also, wenn er voller wird. Verkehrt ist das nicht. Ist dies Jahr nicht wieder... Dies Jahr ist AG-Techniker wieder, ne? Muss er hin, glaube ich, wieder mal. Aber es ist erst im Herbst, das dauert noch. Da werde ich mal ein bisschen genauer gucken, wie das dann so aussieht mit den Europa-Geschichten. Oh, dafür, dass hier kein Dünger ist, geht's aber mit Rübchen. Ich weiß nicht, wie viele Liter nimmt ihr denn? 37.000, 38.000, irgendwie sowas? So, vielleicht können wir jetzt auch 40. Nee, warte mal ganz kurz. Müssen wir einmal gucken. Können wir denn nicht hier vorne so eine schöne Miete hinmachen? Da hätte ich ja mal Bock drauf. Nee, so nicht. So, ja. Ich meine, das machen die Profis doch auch so. Weil ich habe auch nicht wirklich einen Anhänger. So, und jetzt müsste man den mit überall abkippen. Was? Wir können das auch da vorne. Nur nicht alles in den Fluss schmeißen, wenn es geht. Wir nehmen mal Anlauf hier. Oh, schade, dass die Rüben sind nicht runtergerollt. Sind hängen geblieben. Scheint doch feucht zu sein in der Erde. So, wenn wir das dann hier vorne so ein bisschen... So, hier. Und dann am Weg entlang. Ich meine, der Weg ist eh nicht so Porno. Fangen wir hier bei dem Baum an. So, jetzt. Wie sieht denn das aus? Oh, das sieht doch ganz gepflegt aus. Schön, das sieht schön aus. Wie hoch machst du das denn? Mach das doch höher, Giants. Ach, was ist denn? Aufpassen, wir wollen die Rüben nicht waschen, ne? Wir wollen die nur hier hinlegen. Ich dachte, ich könnte hier so eine richtig fiese Rübenmiete hinmachen. Ja, so.
Oh, wir wollen die Rüben nicht waschen. Oh, Gott sei Dank ist das zu Ende jetzt hier. Kurz vorm Baum. So, klappt das Röhrchen wieder ein. Macht diese schäbige Randale-Leuchte aus. Wozu auch immer die gut ist. Und dann wollen wir mal gucken, ne, wer als nächster Helfer eingeladen wird. Vom, wie nennt sich das denn, Fahrerpool? Der Giants Fahrerpool hat wieder zugeschlagen. So, fahren Sie bitte. Wieder ein anderer Fahrer? Das ist unglaublich. Ich kenne die ja da gar nicht mehr, ne? Alles fremde Leute. Früher hatte ich mein Stammpersonal, ne? Da wusste man, da kommt die Rita und so, ne? Und da wusste man Bescheid, ne? Und meinen guten Lobby haben wir ja zusammen mit Hugo in Therapie geschickt. Ne? Weil der es alleine nicht ausgehalten hat. Aber ansonsten, ne, man hatte sein festes Personal, ne? Und heute ist das schnelllebiges Geschäft. Früher hatte jeder Fahrer, der kriegte so eine eigene Maschine zugewiesen. Das war dann seine Maschine. Ja, da war der für verantwortlich. Und heute, ja. Wenn der eine mal kurz absteigt zum Pinkeln, setzt dann bupps ein anderer drauf, ey. Was war denn? War das gerade Auspuffgase da hinten? Das sah so komisch aus. Egal. Nicht drüber nachdenken. Oh, YouTube, das Video ist ja schon zu Ende. Verdammt nochmal. Ich mache hier noch ein bisschen weiter. Müssen gucken, ob wir dann parallel im nächsten Video schon den Reschkasten ans Rennen bringen. Obwohl eigentlich ein bisschen zu diesig ist. Diego ist draußen. Habt euch lieb.